Hi liebe Leute, hier ist Marc, euer Fahrtechniktrainer und E-Bike-Coach. Mir geht es heute darum, zusammen mit der Techniker das Thema Action und Fahrtechnik auf dem E-Mountainbike genauer anzuschauen, damit ihr noch ein paar gute Tipps bekommt, wie ihr im Gelände mehr Spaß habt. Wer wirklich abseits der asphaltierten Wege fahren möchte, sollte darauf achten, dass er ein richtig gutes Fahrwerk hat. Heutzutage haben die E-Mountainbikes auch viel Federweg bis zu 180 mm und damit ihr die auch nutzen könnt, müsst ihr die Federung auf euer Gewicht einstellen. In der Regel ist es Luftfederung, also nehmt euch die Dämpferpumpe und pumpt Federung genauso auf, dass es nicht durchschlägt, aber trotzdem noch sensibel ist für kleine Schläge. Auf vielen Trails, die man mit dem E-Mountainbike in Angriff nimmt, warten Anliegerkurven. Das heißt, da kann man noch mehr Geschwindigkeit aus der Kurve rausholen. Man hat einfach viel Traktion. Wichtig dabei ist, fahrt diese Kurven außen an, seid entschlossen, schaut dahin, wo ihr hin wollt und ihr könnt euch richtig in die Kurve reinwerfen. Sprünge und Drops machen auch mit dem E-Mountainbike eine Menge Spaß, auch wenn es mehr wiegt. Dabei ist es wichtig, dass ihr euch Schritt für Schritt herantastet. Achtet darauf, dass ihr eine gute Spannung habt zwischen den Füßen und den Pedalen, damit ihr nicht euer E-Bike in der Luft verliert und wirklich in Baby-Steps vorangeht und nicht direkt irgendwelche großen Drops im Bikepark macht. Durch das hohe Gewicht und den tiefen Schwerpunkt fühlt es sich auf einem E-Mountainbike manchmal an, als wenn man mit einem Panzer über die Hindernisse rollt. Das gibt zwar viel Sicherheit, aber ihr solltet wirklich die aktive Fahrweise lernen, abspringen, richtig mit Power und auch vorausschauend fahren und das Rad unter euch spielen lassen. Ein E-Mountainbike, was im Gelände genutzt wird, sollte auf jeden Fall eine Variuschütze haben. Sprich, für Gegeneinstiege kann man den Sattel per Daumendruck wieder hochmachen. Der Motor hilft einem, dass man einfach hochkommt und in der nächsten Abfahrt senkt man den Sattel wieder ab, damit man Bewegungsspielraum hat. Mit dem E-Mountainbike im Gelände unterwegs zu sein, ist ein Gesundheitssport, aber auch ein Risikosport. Ihr tragt natürlich einen Helm, es lohnt sich auch, weitere Protektoren zu nutzen, zum Beispiel einen Rucksack mit Rückenprotektor, Knie-, Schienbein- und Ellenbogenschoner und natürlich Handschuhe. Habt Spaß beim E-Mountainbiken, ride safe und genießt die Action in der Natur.